Arbeitsspeicher ist gleich Arbeitsspeicher. So sollte man zumindest meinen. Beim Commodore Amiga jedoch kann man es sich, wie so oft, nicht so einfach machen. Im Zusammenhang mit Amiga fallen in Sachen Arbeitsspeicher die Begriffe ChipRAM, FastRAM und gegebenenfalls auch mal Ranger oder SlowRAM. Was zum Teufel hat es aber jetzt mit diesen augenscheinlich unterschiedlichen Arbeitsspeicherarten auf sich? Mit der zweiten Fragezeichenfolge versuche ich hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Allerdings, wie immer, ohne den Anspruch, dass meine Ausführungen zu 1000% korrekt sind. Auch werde ich das ganze Thema so einfach wie möglich halten. Wer genauere, tiefere Details wissen möchte, der ist herzlich gerne in die einschlägigen Foren eingeladen. Dort haben wir die richtigen Spezialisten, die mit Sicherheit alle Fragen vom Hundertstel bis ins Tausendstel beantworten können. Also, legen wir mal los. In jedem klassischen Amiga finden wir das sogenannte ChipRAM. Ohne ChipRAM funktioniert kein Amiga. Bis auf den Amiga 3000 und 4000 hat Commodore seine Amigas ausschließlich mit ChipRAM ausgeliefert. Der Amiga 1000 kann maximal 1 MB ChipRAM beherbergen, alle anderen Amigas maximal 2 MB. Im Amiga 4000 gibt es sogar einen Jumper, der einem glauben machen könnte, dass der 4000er bis zu 8 MB ChipRAM haben könnte. Dem ist aber nicht so. Diese Option war für den AAA-Chipsatz vorgesehen, welchen es aber bekanntlicherweise niemals gegeben hat. Die Pleite von Commodore kam da irgendwie dazwischen. Der Amiga-Emulator WinUAE ermöglicht ebenfalls eine höhere ChipRAM-Einstellung als 2 MB. Sinn und Zweck von dieser Aktion? Ich weiß es nicht. ChipRAM heißt ChipRAM, weil es den Custom-Chips des Amiga und auch dem Hauptprozessor zur Verfügung steht. Im Prinzip könnte man also sagen, dass das ChipRAM für alle da ist. Und hier steckt auch der Nachteil des ChipRAM, es ist relativ langsam. Die Herrschaft über das ChipRAM hat Agnes. Dieser Chip koordiniert den Zugriff auf das ChipRAM. Jeder darf mal ran, aber immer schön eine nach dem anderen. So darf also der für den Sound zuständige Chip Paula ein Datenpäckchen verschicken, dann muss er wieder warten, weil dann erstmal beispielsweise Denise vom OCS-ECS-Chipsatz oder ihre jüngere Schwester Lisa vom AGA-Chipsatz ein Päckchen verschicken will. Und dann warten beide, weil der Hauptprozessor halt auch mal ran möchte. In einem nicht aufgerüsteten Amiga mit 68.000er Prozessor, also etwa einem 1000er, 500er, 600er oder CDTV, spielt diese langsame Arbeitsweise des Speichers kaum eine Rolle. Will man aber sein System beschleunigen, dann greift man zu FastRAM. FastRAM heißt nicht so, weil es beinahe mal Arbeitsspeicher geworden wäre. Nee, der Name ist Programm. FastRAM ist das schnelle RAM. Ne? Fast, schnell, yo. Warum das so ist, lässt sich relativ einfach zeigen. Das FastRAM steht einzig und allein dem Hauptprozessor zur Verfügung. Der Hauptprozessor muss nicht auf das Freiwerden des ChipRAMs warten, sondern kann jederzeit direkt auf das FastRAM zugreifen. Auf der anderen Seite wird das System auch deshalb insgesamt schneller, weil in der Warteschlange vor dem ChipRAM nun einer weniger ansteht, eben der Hauptprozessor. So kommen die Custom-Chips eher an das ChipRAM heran. Mit dem normalerweise schon beim Starten des Amigas ausgeführten Befehl FastMemFirst wird bestimmt, dass alle Nicht-Custom-Chip-Prozesse erstmal in das FastRAM geladen werden. Das Ganze geht so lange gut, bis das FastRAM voll ist. Erst dann greift der Hauptprozessor wieder auf das ChipRAM zurück und das System wird somit wieder eingebremst. Letztlich gibt es noch das ungeliebte Kind in Sachen Arbeitsspeicher, das sogenannte Ranger RAM bzw. Slow RAM. Diese Speicherart war damals die kostengünstigste Art und Weise, den Amiga mit mehr Arbeitsspeicher auszustatten. Der technische Preis dafür ist Performanceverlust. Das liegt daran, dass das Ranger RAM der Fuchtel von Agnes unterstellt wird, was bedeutet, dass der Zugriff auf das Ranger RAM nun auch dem Warteschlangenprinzip entspricht. Nun kommt aber noch ein gewisser Diskriminierungsfaktor dazu. Agnes kümmert sich zwar mütterlich um das ungeliebte Ranger RAM, aber kurioserweise bekommen die Custom Chips keinen Zugriff auf diese Speicherart. Das Ranger RAM ist einzig und allein für den Hauptprozessor erreichbar, wegen der Warteschlange aber eben heftigst ausgebremst.
Wenn man nun 1 und 1 zusammenzählt, sieht man, dass Ranger RAM das Gesamtsystem ausbremst. Will der Hauptprozessor auf das Ranger RAM zugreifen, so muss er erst auf die Zuteilung warten, genauso als wenn er auf das Chip RAM warten müsse. Das einzig Gute am Ranger RAM ist es, dass man es überall hin adressieren kann, wo gerade noch Platz ist. Die Speichererweiterungen, welche in den Trapdoor-Slot des Amiga 500 eingebaut werden, werden normalerweise immer erstmal als Ranger RAM ins System eingebunden. Erst durch Modifikationen der Hardware kann man aus dem Ranger RAM echtes Chip RAM machen. Dazu muss man unter anderem Jumper ändern, Agnus-Chip austauschen und noch andere Aktionen. Was genau gemacht werden muss, ist von der Revision des A500 Mainboards abhängig. Am Ende dieser Folge gibt es einen Link auf eine Seite, auf welche die Bordrevisionen mit den jeweils notwendigen Modifikationen aufgelistet sind. Bis zum Kickstart 1.3 sehen wir in der Menüleiste der Workbench die insgesamt noch verfügbare Arbeitsspeichermenge, sei es nun Chip, Ranger oder FastRAM. Ab der Kickstart-Version 2 wird unterschieden zwischen Chip-RAM und sonstigem RAM. Will man sich einen genaueren Überblick verschaffen, so muss man Programme wie etwa Sysinfo bemühen. So kriegt man Aufschluss darüber, wie viel Speicher verbaut ist und wie dieser vom System erkannt wird. Spricht man von FastRAM, so landet man ziemlich schnell bei der sogenannten 8 MB Grenze. Diese gilt erstmal für alle Amigas, außer Amiga 3000 und Amiga 4000. Ohne Turbokarte mit einem 68020er oder besser Prozessor ist bei 8 MB FastRAM Schluss. Das liegt, einfach ausgedrückt, an der 24-bittigen Speicheradressierfähigkeit des 68000er Prozessors. So kann man also am seitlichen Erweiterungsport eines Amiga 500, dem Zorro 2 Bus eines Amiga 2000, dem 16-bittigen PCMCIA-Port von A600 und A1200 sowie dem Trapdoor-Port des Amiga 1200 maximal 8 MB FastRAM einbauen. Letzteres liegt daran, dass der Amiga 1200 die abgespeckte EC-Version des 68020er Prozessors nutzt und damit statt 32 nur 24-Bit adressieren kann. Amiga 3000 und 4000 sind Zorro 3 Systeme und haben damit ein durchgängiges 32-Bit System, welches in der Theorie bis zu 4 GB Speicher verwalten kann. 2 hoch 32 gleich 4 GB. Und damit sind wir auch schon an der Lösung, wie man die 8 MB Grenze überschreiten kann. Man braucht einen 68020er Prozessor oder besser. Kurz gesagt, man braucht eine Turbokarte mit eigenem darauf installiertem Arbeitsspeicher. Der Turbokartenprozessor greift direkt auf diesen 32-Bit Speicher zu und somit haben wir hier wieder unser geliebtes FastRAM. Die 8 MB FastRAM Grenze steht und fällt also mit der Wahl des Prozessors. Sie bleibt jedoch bestehen auf den internen, bereits vorhandenen Bussystemen. So kann man beispielsweise in einem Amiga 2000 eine Turbokarte mit, sagen wir mal, 68060er Prozessor und 64 MB FastRAM einbauen. Auf den Zorro 2 Bus wirkt sich dies aber nicht aus. Hier gilt weiterhin das Maximum von 8 MB. Und wenn wir gerade vom Amiga 2000 sprechen, ich hatte es in der letzten Fragezeichenfolge schon angesprochen, die Turbokarten von Commodore, die A2620 und die A2630, welche ja jeweils einen 32-Bit-Prozessor beherbergen und auch eigenen Arbeitsspeicher beherbergen, die sind irgendwie verpfuscht worden, um es auf den Punkt zu bringen, denn der darauf enthaltene Arbeitsspeicher wird dem Zorro 2-Bus zugeschlagen und der liegt also der 8-MB-Grenze. Das ist scheiße, aber gut, es ist halt eben so. Man muss das wissen, bevor man sich für diese Turbokarte entscheidet. Der Speicher hierauf, dieses FastMEM, unterliegt kurioserweise auch der 8 MB Grenze. Das Maximale an Arbeitsspeicher, was man in ein ungepimptes 68000er System einbauen kann, finden wir am Amiga 500 Plus. In dieser speziellen Variante des A500 können wir 2 MB Chip-RAM, 8 MB FastRAM und zusätzlich noch 1,8 MB Ranger-RAM installieren. In Summe also 11,8 MB Arbeitsspeicher. Das füllt praktisch das maximal mögliche des 24-bittigen Adressraums des 68000er Prozessors.
2 hoch 24 gleich 16 Megabyte. Abschließend noch ein paar Worte aus der Praxis. Wenn man keine Husarenritte mit der grafischen Darstellung vorhat, dann genügen in einem OCS oder ECS Amiga 1 MB Chip-RAM. Man kann es ja hier recht gut sehen. Ich schalte in den niedrigsten Darstellungsmodus Low-Res mit nur 2 Farben um und wir erhalten fast ein volles Megabyte an freiem Chip-RAM. Wenn ich nun aber auf High-Res Interlace schalte, so schrumpft das Chip-RAM deutlich zusammen. Das Fast-RAM hingegen bleibt von dieser Aktion völlig unberührt, da es eben nur dem Hauptprozessor zur Verfügung steht und nicht dem Custom-Chipsatz. In AGA Amigas habt ihr ja sowieso immer 2 MB Chip-RAM eingebaut. Von Ranger-RAM solltet ihr grundsätzlich Abstand halten, da es der reinste Hemmschuh für das System ist. Es sei denn natürlich, es macht euch nichts aus. FastRAM ist dann am besten, wenn es in einer 32-bittigen Umgebung frei rennen kann, also auf einer Turbokarte mit einem 32-Bit-Prozessor. Das war es nun in aller Kürze. Hoffentlich könnt ihr etwas damit anfangen und hoffentlich habe ich jetzt nicht noch mehr Verwirrung ins Thema Arbeitsspeicher beim Amiga produziert. Bis denn dann, Adele, ciao und bye bye, euer Mick. Ich bin noch nicht fertig. Eine Theorie, aber wirklich nur eine Theorie, die ich bis jetzt nirgends bestätigt gesehen habe, warum beim Amiga diese seltsame Arbeitsspeicheraufteilung herrscht, ist folgende. Amiga sollte ursprünglich, als es noch nach J-Miners Meinung ging, eine Spielekonsole werden, basierend auf dem 68000er Prozessor von Motorola. Wenn es dabei geblieben wäre, dann hätte es vermutlich im System immer nur Chip-RAM gegeben. Denn eine Spielekonsole war auch schon damals, wie heute, eine feste, in sich geschlossene Welt, für die speziell die Software geschrieben worden ist und keine nach außen offene Welt mit Software, die immer mehr und immer mehr Arbeitsspeicher braucht, für die dann vermutlich irgendwann mal das FastRAM erfunden worden ist. So, jetzt aber Schluss.